Ich bin Nicola und ich freue mich, euch heute eine Einführung in das Thema ethische Berufswahl geben zu können. Ich habe in den letzten 1 bis 2 Jahren EA Berlin mit aufgebaut und mich währenddessen viel mit der Frage beschäftigt, wie wir beruflich am meisten Gutes bewirken können. Daher erzähle ich euch heute, wie ihr persönlich einen Berufspfad findet, der euch persönlich erfüllt und gleichzeitig die Welt verbessert. Doch zuerst stellt sich die Frage, warum brauchen wir überhaupt effektiv altruistische Berufswahl? Stellt euch dazu einmal folgendes Szenario vor. Ihr fahrt mit dem Auto zurück von der Konferenz nach Hause und plötzlich kommt ihr an einer Unfallstelle vorbei. Ein Auto ist anscheinend einem anderen hinten aufgefahren. Die Fahrerin des Autos liegt verletzt auf dem Boden neben des Fahrzeugs. Und ihr denkt euch, ich muss helfen. Ihr haltet also an, springt aus dem Wagen, lauft zur Unfallstelle, schubst dabei den Rettungssanitäter zur Seite, der gerade angekommen ist, und leistet erste Hilfe. Ihr seid allerdings ein bisschen außer Übung und brecht zu der Fahrerin 2 Rippen. Ihr habt zwar das Leben der Frau gerettet, super, allerdings wäre es vielleicht etwas besser gewesen, wenn der Rettungssanitäter einfach seinen Job gemacht hätte. Euer Wunsch, Gutes zu tun, hat dementsprechend verhindert, dass der Frau bestmöglich geholfen werden konnte. Genauso ist es im effektiven Altruismus. Es geht nicht darum, irgendwie zu helfen, sondern möglichst viel zu helfen. Das bedeutet, dass wir uns überlegen, wie wir unsere eigenen begrenzten Ressourcen, Zeit und Geld dazu nutzen können, dass sie gezielt möglichst viel Gutes tun. Wie kann man diese Herangehensweise auf die eigene Berufswahl übertragen? Im Schnitt verbringen wir alle ca. 80.000 Stunden im Arbeitsleben. Das heißt, es ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Nur mit unseren Beziehungspartnern verbringen wir mit 100.000 Stunden im Schnitt noch mehr Zeit. Gleichzeitig bewirkt nicht jeder Berufsweg gleich viel Gutes. Oft gibt es einen Berufsweg, auf dem ihr deutlich mehr Gutes tun könnt. Zusammengebracht heißt es nun, dass wir herauszufinden versuchen, wie wir unsere 80.000 Stunden so einsetzen können, dass die dringendsten Probleme auf der Welt gelöst werden und wir so einen größtmöglichen positiven Impact haben. Schnell werfen sich dabei jedoch einige wichtige Fragen auf. Welche Berufe helfen wirklich? Wie wichtig sind die Probleme, an denen ich arbeite? Wie viel Gutes tue ich im Beruf? Und was ist mein tatsächlicher Impact? Wie kann ich über meine gesamte Karriere hinweg am meisten bewirken? Hilft der Beruf für späteren Altruismus? Lerne ich neue Fähigkeiten? Hält mir der Beruf Optionen frei, um später einen möglichst großen positiven Einfluss ausüben zu können? Und zuletzt, in welchen Berufen kann ich persönlich am meisten bewirken? Wo kann ich meine eigenen Fähigkeiten einbringen, meine Interessen und Motivation, meine gesammelten Erfahrungen? Wie kann ich langfristig zufrieden sein in meinem Beruf? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich 80.000 Hours in Anspielung auf die 80.000 Stunden, die man im Berufsleben verbringt, hat sich diese unabhängige Non-Profit-Organisation gegründet, um verschiedene Berufe und Karrierepfade zu evaluieren, die besten Entscheidungskriterien und Strategien für effektiv altruistische Berufswahl zu recherchieren und dazu Workshops und individuelle Karriereberatung durchzuführen. Dies machen sie, damit wir einen möglichst großen positiven Impact haben können in unserem Beruf. Ich habe jetzt schon öfter erwähnt, dass wir mit unserem Beruf einen möglichst großen positiven Impact haben wollen. Doch was heißt das überhaupt? Was ist positiver Impact? Impact steht für eine Entscheidung von dir, die zu einer Veränderung der Welt führt, die ohne dich nicht eingetreten wäre. Und positiv heißt, dass diese Veränderung möglichst gut ist, also dass es langfristig gute Folgen gibt, die diese Welt zu einem besseren Ort machen. Wie kann ich meinen positiven Impact erhöhen, heißt dementsprechend nichts anderes als, wie verbessere ich durch meine Berufswahlentscheidung die Welt und zwar möglichst viel. Wenn Menschen über diese Frage nachdenken und darüber, wie sie anderen helfen können, fällt ihnen oft intuitiv der Beruf des Arztes ein.
und konsequenterweise entscheiden sich viele, medizinische Berufe zu ergreifen. Was jedoch bei dieser Entscheidung oft nicht berücksichtigt wird, ist das Prinzip der Ersetzbarkeit. Wenn ihr euch nicht dafür entscheidet, Arzt zu werden, gibt es zumindest hier in Deutschland viele andere gut ausgebildete Ärzte, die an eurer Stelle diesen Job übernehmen würden. Da zudem die wichtigsten Behandlungen ohnehin durchgeführt werden, wird der 400. Arzt, der auf 100.000 Menschen kommt, eher leichtere Krankheiten wie eine Erkältung behandeln. Ein weiteres Prinzip ist das der Opportunitätskosten. Wenn ihr eine politische Kampagne durchführt, könnt ihr nicht gleichzeitig im Labor stehen und medizinische Forschung betreiben. Wenn ihr in Afrika Malaria-Bettnetze verteilt, könnt ihr nicht gleichzeitig in Europa in einer Unternehmensberatung arbeiten und euer Geld, was relativ viel ist, effektiv spenden. Um jedoch Opportunitätskosten mit in die eigenen Überlegungen einbeziehen zu können, ist es wichtig, überhaupt erstmal zu wissen, welche Berufe generell in Frage kommen. Welche Berufe helfen am meisten? Und in welchen kann man tatsächlich viel mehr Gutes tun als in anderen? Es gibt 4 Karrierewege, die einen besonders hohen Impact bedeuten können und die ich euch jetzt kurz der Reihe nach vorstellen werde. Der erste Karrierepfad ist der der effektiven Direktarbeit. Effektive Direktarbeit bedeutet das, was unmittelbar geleistet wird. Dazu gehört vor allem die Arbeit in effektiven Non-Profit-Organisationen. Hier seht ihr beispielsweise Rob Mather. Rob Mather hat 2004 die Against Malaria Foundation gegründet, die nach Evaluationen von GiveWell die weltweit effektivste NGO zur Bekämpfung globaler Armut ist. Direkte Arbeit für effektive Non-Profit-Organisationen wie die Against Malaria Foundation ermöglicht es euch, einen hohen direkten Impact zu haben, wenn ihr gleichzeitig sinnstiftende Arbeit leistet. Euer Impact ist dann am größten, wenn ihr für die Organisation arbeitet, die an dringenden globalen Problemen arbeiten, gut organisiert und kosteneffizient sind und zugleich ein Defizit an ausgebildeten Mitarbeitern haben. Noch besser ist es aber, wenn ihr solche Organisationen einfach selber gründet. Kommen wir zur Forschung. Einige Forscher haben in ihrem Leben einen enorm positiven Beitrag geleistet. Hier seht ihr beispielsweise Norman Borlaug, einen ehemaligen amerikanischen Agrarwissenschaftler. Borlaug entwickelte mit Hilfe von Biotechnologie krankheitsresistenten und besonders ertragreichen Weizen. Dieser wurde seit Anfang der 60er Jahre in vielen Entwicklungsländern angebaut. In Indien konnten beispielsweise so die Weizenerträge in 10 Jahren auf fast das Dreifache gesteigert werden. Aufgrund dieser Erfolge gilt Borlaug heute als wesentlicher Initiator der sogenannten grünen Revolution in den Entwicklungsländern, die Millionen von Menschen das Leben gerettet hat. Forschung ist besonders wichtig, um effektive Weltverbesserungsmaßnahmen herauszufinden und so neue Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie ihr am besten Geld investieren könnt, um möglichst vielen Lebewesen zu helfen. Zu zentralen Fragen gehören beispielsweise die der Priorisierungs- und Grundlagenforschung des effektiven Altruismus, wie welche ethischen Grundannahmen sollte der effektive Altruismus sinnvollerweise machen, was lässt sich über die relative Effektivität von Problembereichen aussagen, welche Maßnahmen sind im Bereich der IL-Kommunikation und Bewegungsförderung besonders zielführend und nicht zuletzt, woran sollte in der Forschung prioritär gearbeitet werden? Gleichzeitig ist Forschung in einigen Problembereichen zentral, weil sie bis jetzt kaum erforscht wurden. Während sich so beispielsweise Tausende von Menschen um die Weiterentwicklung von der Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz kümmern, konnte man vor einigen Jahren die Forscherinnen, welche die Sicherheit künstlicher Intelligenz erforschten, an einer Hand abzählen. Genauso ist es mit der Forschung zu veganen Alternativen zu Fleisch und Milch. Hier seht ihr eine Auswahl an Forschungsinstitutionen und Thinktanks, welche zu IA-relevanten Fragen forschen. Wenn wir sowohl effektive Direktarbeit als auch Forschung benötigen, um effektiv helfen zu können, brauchen wir auch Menschen,
die darüber informieren und andere inspirieren, diese Tätigkeiten auszuüben. Deswegen brauchen wir EA Outreach und Kommunikation. Das ist eine dritte Art, die eigene Wirkung im Beruf zu maximieren. Wenn man mehrere Personen dazu motiviert, effektive Direktarbeit zu leisten oder an wichtigen Fragestellungen zu forschen, kann man seine eigene Wirkung vervielfachen. Outreach kann verschiedene Formen annehmen, sei es die Verbreitung von Ideen des effektiven Altruismus über Social-Media-Kanäle bis hin zu politischer Lobbyarbeit zu effektiver Entwicklungszusammenarbeit. Es gibt schon einige stark wachsende Organisationen, die allerdings noch nicht so bekannt sind und daher noch gut ausgebildete Mitarbeiter suchen. Dazu gehören insbesondere das Center for Effective Altruism und die Stiftung für effektiven Altruismus. Wir haben bis jetzt über effektive Direktarbeit, Forschung und Kommunikation geredet. Der vierte und letzte Karrierepfad, den ich euch vorstelle, ist der des professionellen Spendens. Hier seht ihr Bill Gates. Bill Gates hatte zu Beginn seiner Karriere das Ziel gesetzt, jeden Haushalt der Welt mit einem Computer zu versorgen. Mit der Verfolgung dieser Vision war er so erfolgreich, dass ihm nun Milliarden US-Dollar zur Verfügung stehen, mit denen er auf philanthropische Weise die Welt voranbringt. Um viel zu bewirken, ist es wie gesagt notwendig, Dinge zu tun, die sonst nicht erfolgen würden. Die indirekte Tätigkeit des professionellen Spendens stellt eine solche Möglichkeit dar. Hierbei geht es darum, einen gut bezahlten Job anzunehmen, nicht um reich zu werden, sondern um möglichst viel an vielversprechende Organisationen abgeben zu können. Auch wenn man so nicht unmittelbar hilft, ermöglicht man die Arbeit vieler anderer, die sich für die Minderung des Leids in der Welt einsetzen. So vervielfacht man seine Wirkung. Denn wer in einem solchen Beruf beispielsweise 10-50% des eigenen Einkommens spendet, der kann wiederum anderen NGO-Mitarbeitern helfen, effektiv direkt zu arbeiten. Kommen wir nun zu der Frage, wie ihr langfristig euren Impact erhöhen könnt. Die Antwort auf diese Frage liegt im Aufbau von flexiblem Karrierekapital. Karrierekapital sind die persönlichen Ressourcen, die euch beruflich weiterbringen. Dazu zählen nützliche, vielseitig anwendbare Fähigkeiten, Beziehungen, über die ihr beispielsweise von interessanten Projekten und spannenden Stellenangeboten erfahrt, Erfolge und erworbene Referenzen, die euer Ruf und euren Prestige erhöhen, zum Beispiel akademische Abschlüsse, Weiterbildungen und Zertifikate, eigene Projekte und beeindruckende Achievements wie ein selbst gegründetes Unternehmen. Gleichzeitig zählt dazu eure Charakterentwicklung, also wie altruistisch ihr seid oder was eure Moralvorstellungen sind und die finanziellen Rücklagen, die ihr aufgebaut habt, um so möglichst finanziell unabhängig zu sein. Dass Karrierekapital wichtig ist, zeigt auch Rob Mather von der Against Malaria Foundation. Denn bevor er diese Organisation gegründet hat, hat er beispielsweise einen Abschluss von der Cambridge University erworben, ein MBA von Harvard und Berufserfahrung gesammelt in der Unternehmensberatung, im Eventmanagement und Verlagswesen. Warum ist es jedoch wichtig, flexibles Karrierekapital aufzubauen? Lass uns dazu einen Blick auf die Forschung im Vergleich zur Wirtschaft und dem Non-Profit-Sektor werfen. Zum einen spezialisiert man sich sehr stark in der Forschung, zum anderen ist es schwierig, wieder reinzukommen, wenn man einmal in einen anderen Bereich gewechselt ist. Wer an Forschung interessiert ist, sollte das also als erstes ausprobieren. Im Gegensatz dazu erwirbt man in der freien Wirtschaft viele Kompetenzen, die in vielen Berufsfeldern nützlich sind. Deshalb rekrutieren auch viele NGOs aus diesem Sektor. Gleichzeitig ist es jedoch schwierig, vom Non-Profit in den For-Profit-Sektor zu wechseln und daher empfiehlt es sich nicht direkt dort anzufangen, sondern erst in der Forschung oder in privaten Unternehmen Erfahrung zu sammeln, die man dort dann einsetzen kann. Gleichzeitig seid ihr mit vielen Veränderungen und Unsicherheiten konfrontiert. Die Welt verändert sich und viele Jobs werden schon heutzutage durch Maschinen- und Effizienzsteigerungen ersetzt. Ihr verändert euch und eure Interessen werden sich ändern, mehr als ihr glaubt. Und euer Wissen ändert sich über die wichtigsten Berufe und die wichtigsten Probleme.
Flexibles Karrierekapital hilft euch, anpassungsfähig zu bleiben und so nicht in berufliche Sackgassen zu geraten, aus denen ihr schwer wieder herauskommt. Ihr kennt jetzt die wichtigsten Berufsfelder und allgemeinen Konzepte, die euch bei einer ethischen Berufswahl helfen. Doch welche Berufe passen am besten zu euch? In welchen Berufen könnt ihr persönlich am meisten bewirken? Menschen sind besonders motiviert in ihrem Job, wenn er ihnen ihren eigenen Interessen entspricht, ihnen Sinn stiftet und ihnen ein Gefühl der Kompetenz vermittelt. Dann fühlt man sich wohl in seinem Job, hat Spaß im Leben und ist langfristig erfolgreich. Je höher der Personal Fit, desto höher ist außerdem der positive Impact, den du in einem bestimmten Berufsfeld haben kannst. Denn wenn der Beruf deinen eigenen Interessen und Fähigkeiten entspricht, dann bist du meist besser in deinem Job und dadurch kommst du leicht an höhere Positionen, wo du wiederum mehr Einfluss ausüben kannst, was wiederum zu geringerer Ersetzbarkeit führt. Für Zufriedenheit im Beruf ist, wie gesagt, vor allem entscheidend, wie kompetent ihr euch fühlt. Dabei geht es weniger um die Frage, worin ihr zurzeit gut seid, sondern vor allem um die Frage, worin ihr noch werden könnt. Das Problem dabei ist jedoch, dass Selbstreflexion oft nicht funktioniert. Unsere eigene Eignung für bestimmte Berufe ist selten vorhersehbar und unser Instinkt und Bauchgefühl sind meistens nicht besonders gut. Gleichzeitig funktionieren die wenigsten Eignungs- und Berufswahltests. Was jedoch funktioniert, ist Ausprobieren und Experimentieren. Wenn ihr noch im Studium seid, empfiehlt es sich, diese Chance zu nutzen, um zu testen, was euch liegt, zum Beispiel in den Semesterferien Praktika auszuprobieren oder Werkstudentenjobs anzunehmen. Gleichzeitig ermöglicht euch die Arbeit in abwechslungsreichen Berufsfeldern, wie der Beratung in verschiedene Branchen zu schauen oder die Arbeit in kleinen Unternehmen und Organisationen, euch in verschiedene Projekte und Aufgabenfelder einzuarbeiten. Gleichzeitig ist es eine gute Möglichkeit, kleine Projekte nebenbei zu starten und dabei flexibles Karrierekapital aufzubauen. Die beste Strategie zu Beginn eurer beruflichen Laufbahn ist also, euren Personal Fit zu testen und flexibles Karrierekapital aufzubauen. Später ist es jedoch sinnvoll, euch zu spezialisieren und den Hauptfokus auf Impact zu legen. Wir haben bisher darüber gesprochen, wie ihr euren positiven Impact erhöhen könnt, mit Überlegungen zu eurer Ersetzbarkeit, Opportunitätskosten und den hilfreichsten Berufen. Wie ihr euer Karrierekapital erhöhen könnt und warum es wichtig ist, dies möglichst früh und flexibel zu tun. Schließlich sind wir zum Personal Fit gekommen und der Frage, was die richtige Karriere für euch ist, was euch glücklich macht, anderen hilft, worin ihr gut werden könnt. Was sind nun also die nächsten Schritte? Wer es noch nicht getan hat, dem kann ich empfehlen, einen Blick auf die Website von 80.000 Hours zu werfen und dort den Career Guide durchzuarbeiten, euch für den Newsletter einzutragen, an einem Workshop teilzunehmen, vielleicht sogar an einer individuellen Karriereberatung. Aber vor allem nutzt diese Konferenz, um Fragen zu stellen und euch mit anderen auszutauschen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt ist Zeit für eure Fragen und vorab wünsche ich euch nochmal viel Spaß weiterhin auf der Konferenz. Ja, danke dir für den Vortrag. Es gibt zwei Fragen, die eigentlich sehr ähnlich sind und zwar bei dem Punkt, als du meintest, dass man am besten eine Organisation selber gründen sollte. Da haben sich einige Leute gefragt, warum ist es besser, eine Organisation neu zu gründen und nicht zum Beispiel effektiver in eine effektive Organisation zu gehen und diese dort zu verbessern? Es kommt sehr darauf an, wie ja auch bei der Ersetzbarkeit bei euch selber, wie viele Organisationen schon in einem bestimmten Bereich arbeiten. Und wenn es einen Bereich gibt, ein Problemfeld, in dem noch nichts getan wird, dann könnt ihr einen sehr großen Einfluss haben, wenn ihr dort effektive Interventionen startet. Das müssen oder sollten natürlich Interventionen sein, die, wie gesagt, schon getestet wurden,
Eine Organisation, die das recherchiert, ist beispielsweise Charity Entrepreneurship. Die hat eine ganze Reihe von Interventionen getestet und sich Gedanken dazu gemacht, welche davon am besten in einer Organisation unterstützt und verfolgt werden sollten. Aber natürlich ist es auch gut, in einer schon bestehenden Organisation zu arbeiten. Okay, danke. Dann eine Frage, die gerade sehr schnell nach oben schießt. Ist Weltverbessern und Karrierekapital nur etwas für Privilegierte? Ich habe es gerade vergessen, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr die Hand heben, dass man euch sieht. Danke, Eva, ne? Wie meinst du die Frage genau? Aha. Also Netzwerke zum Beispiel oder dass man überhaupt nicht Geld sparen muss. Genau, also soweit ich das von 80.000 Hours verstanden habe, ist es vielleicht leichter, weil man dieses Netzwerk schon hat, aber nichtsdestotrotz ist es in jedem Fall relevant, sich darauf zu konzentrieren, aus genau den Gründen, die ich genannt habe, weil es auch nicht privilegierten Leuten hilft, selbst wenn es etwas schwieriger ist, bestimmte Fähigkeiten aufzubauen, die dich unabhängig machen oder dich auf solche Bereiche zu konzentrieren, die dir das ermöglichen. Und ich denke, du hast recht, dass es einfacher ist natürlich, wenn man privilegiert ist, wenn einem mehr Möglichkeiten vielleicht offen stehen, aber dass man trotzdem schauen kann, was hat man selber zur Verfügung und sich trotzdem versucht, ein bisschen darauf zu konzentrieren. Danke. Die nächste Frage spielt ein bisschen darauf an, dass es ja doch etwas unintuitiv ist, in ein böses, großes Unternehmen zu gehen, dort sein Bestes zu geben, um dann quasi einen Teil des Geldes fürs Gute in der Welt zu spenden. Und das schreibt anonym, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne melden. Ich kann es mit meinen irrationalen Moralvorstellungen nicht vereinbaren, für ein großes Unternehmen zu arbeiten, um möglichst viel spenden zu können. Also vielleicht, was sagst du denn Menschen dazu, die dir genau diese Bedenken mitteilen? Auch hier spielt wieder das Prinzip der Ersetzbarkeit eine Rolle. Ihr müsst euch überlegen, was würde die Person tun, die an meiner Stelle diesen Beruf ausüben würde. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit würde diese Person ihr Geld wahrscheinlich nicht spenden. Das heißt, wenn ihr diesen Beruf ausübt, werdet ihr wahrscheinlich nicht viel mehr Schlechtes tun, als ohnehin geschehen würde, sonst eben durch eine andere Person. Aber ihr könnt das Geld eben nutzen, um etwas Positives daraus zu machen. Und gleichzeitig muss man natürlich, wenn man Earning to Give, also professionelles Spenden befolgt, nicht automatisch in ein Unternehmen gehen, was Schaden zufügt. Man kann zum Beispiel auch als Arzt in der Schweiz arbeiten und dort verdient man auch recht viel und kann dort sein Geld spenden. Danke. Dann eine etwas pragmatische Frage, die mich auch interessieren würde. Wie genau läuft eine individuelle Karriereberatung eigentlich ab bei 80.000 Hours? Das weiß ich leider gar nicht genau. Da müsstet ihr euch mal selber auf deren Website informieren. Und dann haben wir noch die Frage von Richard, der fragt, welches flexible Karrierekapital kann man sich als Businessstudent am besten aneignen? Etwas spezielle Frage, vielleicht kannst du die beantworten. Also ich denke, dass generell Fähigkeiten im Bereich Management einen auf viele verschiedene Berufsfelder gut vorbereiten können, also dass man damit schon mal Fähigkeiten technisch recht flexibel aufgestellt ist. Gleichzeitig ist es, wie gesagt, gut, wenn man Abschlüsse vorweisen kann, vielleicht auch ein eigenes Unternehmen gründet, wie gesagt. Da hat man dann ja auch wahrscheinlich das nötige Know-how zu und darüber dann eben flexibles Karrierekapital aufbaut.